Bora de muco, chuco, chetins, que go. Aqui é com o que go. Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich möchte euch heute eine Tasche zeigen. Und zwar haben wir die auf meinem letzten Stammtisch gebastelt mit meinen Teammädels. Die Idee stammt von der Barbara Gunia. Die ist aus meinem Team und war auf dem Stammtisch und hat mir als Geschenk so eine Tasche mitgebracht. Und wir fanden die alle so genial, weil die so schön groß war und so viel reinpasst. Und wir haben sie dann direkt auf dem Stammtisch nachgebastelt. Sie hatte keine Anleitung mit, aber wir haben alle so ein bisschen gemessen und rumgefummelt. Und dann haben wir es tatsächlich auch rekonstruieren können. So sieht das gute Stück aus. Sie ist richtig groß. Also ich lege sie mal hin. Ich kann ja mal ganz kurz messen. Die ist jetzt ungefähr 22 mal 19. Also passt richtig viel rein. Und wir haben dieses schöne stabile Papier aus dem Hauptkatalog genommen. Ich habe jetzt keins mehr, weil es ist jetzt da alles für die Taschen draufgegangen. Das hat alles hier so eine Goldbeflockung. Ihr könnt mal bei mir auf Instagram gucken, da haben wir die Taschen fotografiert. Und ich habe jetzt so eine gute Resonanz bekommen, dass ich die Barbara gefragt habe, ob ich das mal in einem Video zeigen kann. Und sie hat natürlich ja gesagt. Guckt gerne auch mal bei ihr auf dem Blog. Sie ist immer so die kleine Taschenkönigin. Sie hat immer irgendwelche Taschen. Ja, also um dieses gute Stück handelt es sich. Bei der Barbara war das so, dass sie hier oben noch so einen Griff hatte mit zwei Ausstanzungen. Ich habe dann hier diese Schleifenband-Variante gemacht und ich finde, die sieht richtig aus. So sieht die Seite übrigens aus. Die hat hier so eine Falte, wie auch immer man das nennen mag. Wie so von Douglas, so, ne? So ein Parfümtäschchen, also total cool. Ich habe es auch nochmal, um es jetzt fürs Video zu rekonstruieren, mit Weihnachtspapier gemacht. Müsste man jetzt hier vielleicht nicht unbedingt schwarz nehmen, aber ich fand den Kontrast jetzt auch schön. Hier habe ich dieses neue zweiseitige Band aus dem Hauptkatalog genommen und hier das Papier funkelt so schön in Kupfer. So sieht sie aus. Ich habe jetzt meine Variante ein bisschen breiter gemacht. Also Barbaras war 5,5, meine ist jetzt unten 6. Damit das hier alles so ein bisschen gerade wird, das Maß, weil man sich hier oben die Mitte ausrechnen muss und so. Ja, also man braucht ein bisschen festeres Designerpapier, dann hat die Tasche einfach mehr Stand. Also man kann, wenn man möchte, hier unten auch noch ein Stück Pappe oder Farbkarton reinkleben. Dann, je nachdem, was man reinmachen will, hat man auch noch einen stabileren Boden. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Ich hoffe, ich kriege das im Video alles so hin, weil man schon so ein bisschen genau kleben muss. So, wir brauchen zwei Stücke. Ich nehme jetzt wieder schwarz. Ich muss mal kurz meine Stifte hier wegmachen. 23 mal... Entschuldigung, mal 10. Und das braucht man zweimal. Ich schneide es mir jetzt nicht zweimal, weil ich eins schon vorpräpariert habe. Also das Teil zweimal. Dann müssen wir eine Faltung machen hier unten am Boden bei 4 cm. Frosch im Hals. Entschuldigung. Und auf der Länge nach hier runter bei 2 auf beiden Seiten. Und das war es im Prinzip, was wir an Falzarbeit haben. Jetzt legt ihr euch diese Falz hier unten hin und messt euch hier oben die Mitte aus. Ich messe mir jetzt einfach die Mitte von Falz zu Falz. Das sind in dem Fall... Ich muss es weiter hier runterlegen, sonst sehe ich es nicht. Also von der Falz bis zu der Falz sind es 6 cm und davon die Mitte ist dann bei 3 und das ist ungefähr hier. Ansonsten, wenn ihr die komplette Front nehmt, dann sind es 10 cm, dann müsst ihr bei 5. Dann wäre bei 5 die Mitte. Ja. So, und diese Markierung, die legt ihr euch jetzt hier oben an und dann sieht man den Rest nicht. Und dann muss ich hier unten
von hier unten, von diesem Eckpunkt, wo sich alle Falzungen treffen, also quasi von da, hier hochfalzen. Und da muss man halt so ein bisschen fummeln, dass man hier unten, ich lege mir jetzt hier in meine Linie diesen Kreuzpunkt hier rein, wo sich alle Falzlinien treffen und schiebe mir dann hier oben mein Maß, was ich mir da angezeichnet habe, in diese Rille rein. Und wenn man dann hochgeht, dann hat man hier diese Falz gemacht. So, und das Ganze nochmal von der Seite hier. Man kann das auch, ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen einfacher, mit einem Lineal machen. Aber dadurch, dass ich hier eine gute Falzlinie brauche, mache ich das mit dem Papierschnitt. Also hat man dann quasi hier diesen Ausschnitt. Und achtet drauf, dass die Spitze hier oben ist und nicht hier unten bei dieser Falzlinie. Das ist wichtig. So, dann können wir uns das schon mal präparieren. Jetzt müssen wir hier unten diese beiden entstandenen Rechtecke komplett rausschneiden. Ich hoffe übrigens, dass das Licht besser ist. Im letzten Video war es ja recht dunkel, weil ich jetzt hier einen neuen Arbeitsplatz habe. Ich habe heute eigentlich gar nicht viel verändert, aber ich glaube, es ist besser geworden. Ne? So, ich schräge das auch gleich ein bisschen an. Und ganz wichtig, ich schräge das hier oben ein bisschen an. So. Also so sieht es dann nachher aus. Es ist jetzt ganz schön überbeleuchtet durch das schwarze Papier, da kommt die Kamera immer nicht so gut mit klar. So, jetzt müssen wir alles einmal falzen. Und auch hier diese schrägen Falze. So, und dann haben wir dann ein Teil, was nachher so aussieht. Ne, also so, das wird quasi dann an die Tasche geklebt. Und ich finde es am besten, wenn man es mit hier doppelseitigen, mit Abreißklebeband fixiert. Das ist jetzt für mich im Video nicht so einfach zum Kleben, weil man ja schon nur die eine Chance hat. Aber ich habe gedacht, Flüssigkleber kann ich jetzt im Video auch nicht machen, denn da muss ich ja ewig festhalten. Ich hoffe, es funktioniert und ihr würdet mir sicherlich verzeihen, wenn ich schief klebe. Das ist immer nicht so einfach, wenn man nicht so direkt drüber gucken kann, wie man das vielleicht sonst macht. So, so, da fällt mir gerade noch was ein. Habe ich nämlich auch rausgefunden, dass es besser, einfacher ist, wenn man hier unten das auch nochmal anschrägt. Das habe ich hier jetzt auch nicht gemacht. So, also die beiden Teile haben wir fertig. So sieht das Ganze aus. Die können wir nochmal zusammen zur Seite legen. Jetzt brauchen wir nämlich das Designerpapier. Ich habe jetzt nochmal was Neutrales genommen, weil so ein Tütchen, ja, kann man ja auch zum Geburtstag und was auch immer verwenden. Deswegen, weil ich jetzt nicht weiß, für was für einen Zweck ich es brauche, habe ich mir jetzt einfach neutrales Papier genommen. Und das ist im Hauptkatalog dieses irgendwas mit Teilen und Lieben und ich weiß nicht, wie es heißt. Ihr wisst, was ich meine. Das ist nämlich auch ein bisschen stabileres Designerpapier. Und das tut der Tüte gut. Nachteil an so einer großen Tüte, wir brauchen zwei Bögen. Vorteil bei diesem Designerpapier, da sind in der Packung immer mehr wie zwei drin. Also muss man nicht traurig sein, wenn man eins zerschnitten hat. Und vor allen Dingen hat man auch noch mal eine Chance, falls man sich verschneidet. So, apropos verschneiden, ich muss jetzt aufpassen. 22 mal 30.
Stimmt das auch? Nein, das kann gar nicht stimmen. Moment, ich muss mal ganz kurz rechnen. Doch, 22 mal 30. Also ihr habt quasi die beiden Streifen hier in der Rest. Damit kann man ja auch noch eine Karte oder irgendwas basteln. So, und die beiden Blätter bekommen jetzt noch eine Falz. Und zwar einmal oben eine 5 cm Falz. Und dann gehen wir weiter bis zu 24 und dann bleibt unten eine Lasche mit 6 cm stehen. Also wir haben einmal oben 5 und unten 6. Fünf und 24. So, die Falzlinien können wir auch nachziehen. So, hier ist die kurze Seite, das ist quasi oben. Und hier unten sind die 6 cm, das ist dann der Boden. Jetzt müssen wir die beiden Sachen eigentlich nur noch zusammenkleben. Genau. Und zwar funktioniert das so, dass das hier unten, dass das so hier reingeklebt wird. Und wir fangen jetzt an, indem wir hier diese Seite abmachen. Kann jetzt sein, dass ich das tausendmal hin und her drehe, bis ich meine, es wäre richtig. Ja, so. Ich muss noch mal checken. Genau, es ist nämlich echt wichtig, dass die 6 cm unten sind. So. Und jetzt, wenn ihr nicht unter einer Kamera sitzt, dann lasst euch Zeit und klebt es in Ruhe schön bündig hier auf. So. Na, also das haben wir jetzt hier dran. Hier unten ist der Boden. Das wird nachher gleich so zusammengeklappt. Jetzt machen wir auf der Seite aber noch das andere Teil dran. Quasi so. So wenig Platz hier für so eine große Tasche. So. Ich habe mir natürlich jetzt auch ein ganz tolles Muster ausgesucht, wo ich die Falzlinie 0 sehe. So, jetzt haben wir das so. Ne? Jetzt sind diese beiden Teile hier dran. Und jetzt können wir schon den Boden nach unten kleben, dass das dann nachher so aussieht. Dann haben wir hier so eine halbe Tasche. Und
Und den Boden klebt man am besten so an, dass man hier mit dem Schwarz, mit dem Farbkarton wieder bündig ist. So, ne? Also jetzt haben wir einen Teil, das sieht so aus. Dieses Teil hier oben, das wird gleich hier so eingeklebt. Das lassen wir jetzt noch offen. Das kann man jetzt ein bisschen nervt auch so nach außen kleben. Und jetzt haben wir hier noch diese beiden Klebewände und da kommt jetzt unser zweiter Zuschnitt einfach so oben drauf. So, jetzt wieder darauf achten, dass die 6 cm nach unten gehen und die 5 hier oben sind. Man könnte theoretisch auch an beiden Seiten 6 machen, aber dafür ist das Papier zu klein. Festdrücken von innen. Dann die andere Seite abmachen. Und jetzt zusammenkleben. Festdrücken und jetzt haben wir so ein Teil, was hier kaum noch unter die Kamera passt. Also hier ist der Boden, den müssen wir jetzt quasi noch hier unten zukleben. Das mache ich jetzt ja mit Flüssigkleber. Ich glaube, ich mache das jetzt mit Flüssigkleber, denn da kann man noch ein bisschen hin und her rangieren. Also Boden zukleben. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier oben diese Seitenteile einkleben und dann haben wir es schon. Wenn man möchte, kann man hier oben jetzt auch noch mal so ein bisschen so einen kleinen Cut machen. Dass es einfach leichter reingeht und nicht irgendwo anstößt. Und ich hoffe, dass man das jetzt alles gut sehen kann. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, es war so unverständlich, aber weil das Teil so riesig ist, geht das gar nicht anders mit der Kamera hier. So, Flüssigkleber auch wieder hier drauf. Und dann einfach hier einkleben. Also einfach nach innen. So, man könnte auch, wenn man wollte, jetzt das hier so ein bisschen wie so eine Klatsch machen und vielleicht hier oben Magnete oder so hinmachen. Aber ich mache jetzt Löcher rein, damit wir die Henkel anbringen können.
Und da müsst ihr jetzt mal gucken, was ihr habt. Die Stanze, die ich nehme, die gibt es leider nicht mehr bei Stampin' Up. Das ist die hier, die dieses große Loch hat. Die gibt es nur noch mit einem ganz kleinen Loch. Und hier diesen mittleren. Ja, da ich die aber jetzt habe, nehme ich das große Loch. Jetzt mal gucken, was ihr zu Hause habt. Und ich bin ja bei sowas auch immer so faul und mache das mit Augenmaß. Wie rum denn nur? So rum. Das Papier hat jetzt natürlich hier den Vorteil, dass das diese Linien hat. Und daher kann ich mich danach richten. Könnte ich jetzt theoretisch die Punkte hier abzählen. Mache ich auch mal 1, 2, 3, 4, 5. 5, also ungefähr hier wieder hin. So, aber das sieht nachher auch kein Mensch, ob das jetzt Millimeter weiter oben ist oder nicht. So, und jetzt mache ich mir das einfach, falte ich mir das einfach, so wie sie auch zugehen sollte, die Tasche. Und gehe dann nochmal hier über das Loch, was ich schon gestanzt habe. Und stanze die andere Seite, weil alles komplett würde nicht funktionieren. Das schafft erstens die Stanze nicht und man wird mit Sicherheit schepp. So, jetzt habe ich auf beiden Seiten die Löcher und da könnt ihr jetzt irgendein Band durchziehen. Ich werde jetzt, glaube ich, was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich nehme das hier. Das ist doch schön. Das passt auch zu den Punkten, die hier drin sind. Was natürlich auch wieder wunderbar funktionieren würde. Gerade durch unsere Seite ist dieses schöne glitzernde Schwarze. Aber das habe ich jetzt an der anderen schon. Deswegen nehme ich mal das hier. Mini-Rüschenband. Und das ist die Farbe Feige. Und da brauchen wir jetzt, ich habe das bei der anderen mal so ungefähr abgemessen, einmal hier 40 cm die komplette Papierlänge und da machen wir noch 10 dabei, also ungefähr 50 cm Band brauchen wir. Denn es sieht tatsächlich schöner aus, wenn das Band ein bisschen länger ist, als wenn man dann da so kurze Mini-Henkel hat. So, und jetzt einfach hier durch. Ich habe jetzt einen Doppelknoten gemacht, das reicht in dem Fall. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr ein dünneres Band habt, müsst ihr entweder, obwohl ich mache nochmal einen, müsst ihr entweder kleinere Löcher machen oder mehrere Knoten. So. Also so ist in meinem Fall dann die Henkellänge und das finde ich eigentlich ganz süß, weil dann kann man es hier oben auch noch schön zusammengreifen, fassen. So, das noch. Fertig ist die Tasche. Kann die Shopping-Tour starten. Ne, also die Henkellänge ist schon schön. Hätte fast noch, dadurch, dass ich jetzt 3 Knoten gemacht habe, fehlt mir natürlich jetzt ein bisschen was. Aber es ist auch okay.
Was auch geht, wenn man jetzt das Band durch beide Löcher hier rum und hier wieder rein und vorne eine Schleife, das ging auch, dann ist die Tüte geschlossen. Ja, das ist das ganze Wunderwerk. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn irgendwas jetzt unklar war und ihr habt jetzt einen Schritt nicht so richtig mitbekommen, dann tut mir das leid, dann fragt mich einfach, ich helfe euch gerne weiter. Aber vielleicht war es ja auch verständlicher, wie ich jetzt das Gefühl habe. Das hoffe ich zumindest. Und ja, viel Spaß beim Tasche nachmachen und viel Spaß beim Verschenken, denn hier passt richtig viel rein. Macht's gut, bis dann. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst. Und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal. Let's get going.